Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal Florian Friedrich, befreit und aktiv. Heute zum Thema Impingement-Syndrom. Ein oft gefragtes Thema. Ich habe ganz viele Nachrichten von euch bekommen zum Hinweis, was wollt ihr zum nächsten Video mal als Thema behandelt haben. Und da kam sehr, sehr häufig das Impingement-Syndrom. Ich habe mir gedacht, ich mache das wie folgt. Es gibt ja schon zig Videos darüber. Ich habe mir auch natürlich ein, zwei angeguckt und mal geschaut, was da so thematisiert worden ist. Ich habe mir jetzt gedacht, ich mache euch das mal so, dass ich es aufbreche, indem ich euch einmal heute erklären möchte, was ist das Impingement-Syndrom anatomisch und pathophysiologisch, also was passiert da. Und das zweite wäre dann, dass ich euch in einem folgenden Video Teil 2 quasi zeigen möchte, ja, was ihr für Übungen zur Stabilisierung und Kräftigung machen könnt. Ich werde euch heute aber schon ein paar Übungen an die Hand geben, Dehnung, Kompression, um die Stabilisation und Kräftigung vorzubereiten. Denn wenn ihr mit einer schmerzhaften Schulter durch die Gegend lauft, bringt es nichts, sofort da in diese Strukturen, diese verletzten Strukturen hinein zu trainieren. Also, erster Teil heute, wie gesagt, Erklärung und dann eine kleine Routine, 5-6 Übungen, die ihr in der Folge abarbeiten könnt, um euch erstmal darauf vorzubereiten, die ganze Struktur zu kräftigen. Ihr seht schon, hier habe ich mir eine kleine Schulter hingestellt, um euch einmal ganz kurz zu erklären, was das Impingement-Syndrom überhaupt ist. Ich möchte euch jetzt nicht total zutexten und ganz, ganz viele Sachen dazu erzählen. Es geht einfach nur darum, dass ihr im Groben versteht, was da bei euch in der Schulter los ist, wenn ihr darunter leidet. Und zwar, es gibt ein extrinsisches, ein intrinsisches Impingement-Syndrom. Das ist aber erstmal irrelevant. Das Impingement-Syndrom als solches bezeichnet eigentlich erstmal nur, dass ihr euch was einklemmt in der Schulter. Und was ihr euch da einklemmt, ist relativ einfach. Im Prinzip gibt es ja zwei bedeutende Strukturen, die unter dem Schulterdach sondern unten durchgleiten. Und die möchte ich euch einmal hier zeigen. Wir gehen einmal von vorne. Das ist jetzt im Prinzip der Blick von vorne an die Schulter. Schlüsselbein, Schulterblatt, Oberarm, Oberarmkopf kommt hier lang. Und es geht im Prinzip um den Raum hier. Der Raum zwischen Oberarmkopf und dem Schulterdach. Der Knochen hier und der Knochen. Und ihr seht, wenn ich hier meinen Finger reinstrecke, da ist nicht so viel Platz drin. Was läuft da durch? Da läuft durch die Supraspinatussehne, ein Muskel aus der Rotatorenmanschette. Die lange Bizepssehne ist hier auch mit beteiligt. Und dann habt ihr noch Schleimbeutel. Den Schleimbeutel unterhalb dem Acromion, dem Schulterdach, und dem Schleimbeutel unter dem Deltamuskel. Das ist ein kombinierter Schleimbeutel quasi. Und diese Strukturen, ja, die laufen da unten durch und die können euch Probleme bereiten, wenn ihr ja zu wenig Platz habt. Am Ende ist es zu wenig Platz. Wie entsteht das Ganze? Normalerweise habt ihr, wie gesagt, so einen bestimmten Raum hier unter dem Schulterdach und der lässt die Sehnen oder die Schleimbeutel in Ruhe da unten durchgleiten. So, jetzt kann es aber sein, dass ihr durch eine Verletzung, durch eine falsche Bewegung, durch Überlastung, da komme ich gleich drauf, durch mechanische Komponenten, schlechte Koordination in der Schulter, dazu kommt, dass ihr immer wieder Druck auf diese Strukturen macht. Das führt zu einer Entzündung, zu einer Reizung, es schwillt an und dann ist der Raum, der eigentlich eh schon zum Beispiel nur so viel Platz hat, auf einmal mit einer Sehne, die so dünn ist, und einer Schwellung, einer entzündeten Sehne, führt dazu, dass sie dicker ist, führt natürlich auch dazu, dass der Raum dann nicht mehr ganz so viel hergibt, weil der Raum wird ja nicht breiter, der bleibt so, aber die Sehne oder der Schleimbeutel, der da drin ist und entzündet ist, der schwillt an. So. Und das ist im Prinzip das Kernproblem. Woran kann das liegen? Das kann im Prinzip an mehreren Strukturen liegen, die bei der Schulter beteiligt sind. Die Schulter ist ein muskulär stark gesichertes Gelenk, das heißt koordinativ ganz, ganz wichtig, dass alle Komponenten, die da zusammenspielen, auch funktionieren. Und das ist in der Regel bei Patienten, die dieses Problem haben, nicht der Fall. Das bedeutet also, dass ihr beispielsweise in eurem Serratus, das ist ein sehr wichtiger Muskel, den trainierte Menschen hier so an der Seite vom Brustkorb wie so ein Haifischzacken quasi sichtbar haben. Der sorgt dafür, dass das Schulterblatt ordentlich angepresst wird, ein wenig rotiert, nicht ganz austrainiert ist. Es gibt ein Ungleichgewicht zwischen dem Trapez und der Rotatorenmanschette. Kurzum, ganz, ganz viele Muskeln, die da zusammenarbeiten müssten und das Ganze koordiniert machen, dass der Oberarmkopf sich in dieser Pfanne schön bewegt, funktioniert nicht ordentlich. Und das ist dann, wie gesagt, auf lange Sicht gesehen auch der Schlüssel, wie ihr dieses Problem auf lange Sicht beseitigen könnt. Mir ist ganz, ganz wichtig noch zu sagen, wenn ihr Schulterschmerzen habt, und so kommt das hier so ein bisschen rüber, wenn man so durch Videos schaut, es ist nicht immer gleich ein Impingement-Syndrom. Es kann Differentialdiagnosen geben, das heißt
Frozen Shoulder, also so eine adhäsive Kapsulitis kann es sein. Es kann sein, dass ihr sogar eine Ruptur in der Rotatorenmanschette habt. Es kann sein, dass ihr nach einem Trauma, nach einer Luxation von der Schulter so eine Slap Lesion habt, also wirklich in den Gelenklippe, in den Strukturen des Gelenkes, der festen Strukturen ein Problem hat. Und das muss man erkennen, das ist ganz, ganz wichtig. Deswegen, wenn ihr Schulterschmerzen habt, und es ist nur ein bisschen länger schon als ein paar Wochen. Und geht nicht durch YouTube und guckt euch einfach nur Videos an, sagt, oh, ich mache jetzt alle Übungen durch und es wird sogar vielleicht sogar schlimmer. Also wenn ihr das Gefühl habt, ist vielleicht ein bisschen doller oder ihr habt sogar Zeichen wie ausstrahlende Schmerzen in den ganzen Arm herunter, Kribbeln in der Hand, all solche Geschichten, dann geht immer erst einmal zum Arzt oder zum Therapeuten und lasst es einmal checken. Das ist mir ganz, ganz wichtig, weil ihr seid nicht selber die Experten. Wenn ihr aber ein Impingement-Syndrom diagnostiziert bekommen habt, dann könnt ihr mit diesen Übungen wunderbar an der Hand alleine durch den Prozess der Heilung gehen. Zur Diagnose noch ganz kurz, was kann man machen? Ihr selber könnt relativ wenig machen. Es gibt so ein, zwei kleine Hinweise, die euch dazu leiten, dass es ein Impingement sein könnte. Da ist ganz klar zu nennen, so ein Painful Arc heißt das. Das ist ein schmerzhafter Bogen. Das heißt, beim seitlichen Abheben des Oberarmes, so über den Kopf, habt ihr so zwischen 60 und 120 Grad den Bereich, wo es euch weh tut. Das heißt, es tut gar nicht weh bis hier, dann fängt es an weh zu tun und hier oben wird es dann wieder besser, weil dann der Oberarmkopf und das Schulterblatt ein bisschen rausrotieren, ein bisschen mehr Platz machen und dann quasi der Druck auf die Strukturen, die eingeklemmt werden, weniger wird. Ganz kurz so zum Verständnis, es gibt noch ganz viele klinische Tests, die ihr machen könnt, Hawkins-Test und so weiter, aber ihr seid nicht die Experten, ihr müsst die nicht machen. Ich persönlich mache dann gerne noch ein Ultraschallbild, einfach weil man im Ultraschall der Schulter wunderbar sehen kann, wie es beispielsweise um die Rotatorenmanschette bzw. die Supraspinatussehne bestellt ist, ob die geschwollen ist oder ob die normal ist, ob da ein Riss drin ist, und das gibt mir noch mal ein bisschen mehr Sicherheit, dem Patienten auch wirklich eine Diagnose an die Hand geben zu können. Und ich habe, wie gesagt, ganz, ganz viel mir angeguckt und geschaut. Lasst euch nicht abspeisen von, das sind verkürzte Faszien oder sonst was. Zum Impingement-Syndrom ist ein wirklich hochgradig mechanisches Problem, biomechanisches Problem, was man einfach lösen muss. Und da, wie gesagt, möchte ich euch heute einmal ein paar Hinweise geben und eine Routine am besten, die ihr ganz einfach übernehmen könnt, mit der ihr quasi vorbereitet, bis ihr an dem Punkt seid, jetzt kann ich mit Kräftigungsübungen, mit stabilisierenden Übungen loslegen. Und da möchte ich euch einfach als erste Übung nennen, wir brauchen einen Lacrosseball, kommt mal mit. Ich suche mir mal eben einen Lacrosseball raus. Ihr kennt ihn schon aus ein, zwei Videos, ihr habt das schon ganz, ganz häufig benutzt. Man kann es mit einigen anderen Gerätschaften auch machen. Ich habe vor kurzem bei Instagram ein kurzes Video gezeigt, wie man seinen Nacken lösen kann. Aber hier in dem Video zeige ich es euch jetzt mit dem Lacrosseball. Ihr nehmt euch diesen Ball, positioniert ihn hier auf eurem Trapez, auf eurem Nackenmuskel, sucht euch einen Türrahmen und drückt im Prinzip, ich gehe jetzt davon aus, meine rechte Schulter ist es, legt den Ball auf das Trapez, drückt in den Türrahmen rein und dann sucht ihr den Punkt, der richtig schön schmerzhaft ist und dann wird da hineingedrückt. Das Ganze haltet ihr für 2 Minuten, leicht kreisende Bewegungen durchführen und habt ihr den ersten Schritt schon absolviert. Der zweite Schritt, dabei benötigt ihr wieder den Ball, legt euch auf den Rücken, um auch den anderen Anteil vom Trapez zu bearbeiten, legt ihr euch den Ball in den Nacken und fangt an, auch da einen schmerzhaften Punkt zu suchen, legt euch schön auf den Ball ab und fangt an mit leichten kreisenden Bewegungen das Ganze leicht zu lösen. Wenn ihr das Gefühl habt, die Spannung lässt nach im Trapez an dem schmerzhaften Punkt, dann seid ihr wunderbar und könnt die Übung beenden. Ich denke, ungefähr 2 Minuten sind da realistisch. Dann geht es weiter, wieder mit dem Ball. Ihr legt euch auf den Rücken und sucht euch den Punkt raus, wo im Prinzip die Brust auf die Schulter trifft. So eine kleine Mulde habt ihr dann hier. In dem Bereich wollt ihr arbeiten. Auch hierfür legt ihr euch auf den Rücken, bringt den Ball genau an diese Stelle und legt den rechten Arm in dem Fall so ein bisschen 45 Grad zur Seite und fangt dann an, hier leichte kreisende Bewegungen zu machen. Richtig Druck nach unten ausüben gerne und ganz leicht hier weiter euch vorarbeiten. Und das Ganze auch für 2 Minuten machen. Welche Struktur wollen wir da adressieren? Das ist nicht mehr der Trapez, das ist jetzt der Pectoralis Minor, den wir da unter dem großen Brustmuskel, da liegt der kleine Brustmuskel, den wollen wir uns krallen und den wollen wir damit sozusagen
bearbeiten. Dann seid ihr durch mit dem Ball. Das nächste, was ihr braucht, ist eine Faszienrolle. Black Roll, wie auch immer man es nennen will. Die nehmt ihr, legt euch auf die Seite. Auch dazu habe ich schon mal ein Video gemacht bei Instagram. Einfach mal schauen. Legt euch auf die Seite, rechte Hand in den Nacken und ihr legt euch quasi auf diese Rolle rauf mit der Seite und fangt dann an, hier euch über die seitliche Schulterblattkante, würde ich sagen, kann man das nennen, hier rauszurollen. Und dann geht es hier wirklich rein und raus und 2 Minuten ungefähr das Ganze halten und da richtig durcharbeiten. Schaut mal, wenn ihr die Rolle positioniert, ich mache es mal einmal so aus der Perspektive vor, wenn ihr euch die Rolle hier hin positioniert, könnt ihr natürlich auch ein bisschen spielen, indem ihr mehr nach vorne geht, mehr nach hinten geht. Ihr müsst im Prinzip dieses ganze Paket, was ihr hier an der Hand habt, bearbeiten. Das sind so Teile der Rotatorenmanschette, die auch dafür sorgen, dass ihr Schmerzen habt bei diesem Problem. Wenn ihr den Arm nicht so richtig hoch bekommt, dann versucht es einfach mit dem Arm, wenn ihr auf die Schulter zu legen, dass ihr so ein bisschen aufmacht hier unten, dass ihr Platz habt für diese Rolle. Und ja, das ist auch schon eine weitere Übung dann gewesen. Es geht weiter mit einer tollen Übung, wie ich finde, um nochmal die Brust und den kleinen Brustmuskel aufzudehnen. Ihr kniet euch hin, die Beine ganz normal, so Vierfüßlerstand quasi, und dann macht ihr so einen Radius von 45 Grad die Arme nach außen und fangt jetzt an, euch quasi durch die Schultern mit der Brustwirbelsäule durchzustrecken und führt die Arme so ein bisschen dabei nach vorne und streckt euch Richtung Boden. Das Ganze haltet ihr 30 Sekunden, kommt leicht hoch und nach dem Lösen geht es sofort wieder hier rein. Wieder um die 30 Sekunden halten, 3 bis 4 Durchgänge und dann ist auch diese Übung absolviert. So, weiter geht's mit der nächsten Übung. Hierfür benötigt ihr ein Tuch, ein Handtuch oder aber, wie ich finde, was besser funktioniert, ein Besenstiel. Ich habe jetzt hier so eine Plastikgurte, eine Plastikstange. Die führt ihr hinter den Rücken, ich zeige es euch einmal von hinten, hinter den Rücken zusammen, die Hände, und macht jetzt folgende Bewegung. Ihr bringt im Prinzip mit der einen Schulter, die rechte ist ja betroffen und die linke ist noch gesund. Und mit der linken Schulter oder mit der linken Hand zieht ihr die Stange, ich zeige es euch von hier, einmal zur Seite rüber und zwingt dadurch, dass ihr euch hier festhaltet, die rechte Schulter so also zur Mitnahme. Einfach hier rüberziehen, versucht nicht abzuheben, also hier raus, sondern bleibt hier unten an dem Oberschenkel dran und dann geht ihr hier zur Seite rüber, genauso wie auch hier zur Seite rüber und das Ganze 10, 15 Mal zu jeder Seite, dann seid ihr damit fertig. Wenn ihr kein Plastikrohr habt, keine Plastikstange, kein Besenstiel, nehmt ihr ein Handtuch, wickelt es zusammen, macht dann quasi genau dasselbe hinter dem Rücken, ganz locker ja, zur Seite führen. Und dann kommt meine Knaller-Geheimtipp-Technik noch. Die hintere Kapsel wollt ihr noch dehnen. Ganz, ganz wichtige Struktur bei so einem Impingement. Erhöht maximal den Druck im Schultergelenk. Und wenn ihr die löst, habt ihr schon mal echt die halbe Miete eingefahren. Ihr legt euch wieder auf den Boden, auf die Seite ganz entspannt und legt den Arm so vor euch ab, 90 Grad im Ellbogen. Und bringt jetzt mit der Hand, mit der linken Hand, die rechte ist ja betroffen, mit der linken Hand die rechte Hand Richtung Boden, soweit es geht, bis ihr hier wirklich so einen Stretch in der Schulter spürt, verharrt hier so 3 Sekunden und geht dann hoch. Und beim Hochgehen gibt diese Hand, die oben drauf liegt, einen kleinen Widerstand. Und dann geht ihr hier nach oben, 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 überdreht. Und wenn ihr am Ende angekommen seid, kurz nochmal halten, 3 Sekunden und dann geht ihr wieder hinunter. Ihr könnt mit der Hand so ein bisschen nachschieben, dass ihr auch wirklich endgradig in den Stretch bekommt und dann wirklich hier merkt ihr, da geht es hinten in die Schulter rein. Dieses leichte Ziehen ist absolut okay. Haltet es 3 Sekunden und dann mit leichtem Widerstand wieder nach oben. Das Ganze 10, 15 Mal und das als Übung schließt sozusagen diese kleine Routine, die ihr in euren Alltag einbauen sollt, ab. Also wie gesagt, ganz, ganz wichtig, kurz zusammengefasst, was das Impingement-Syndrom ist. Das Impingement-Syndrom klemmt ein, ist eine Einklemmsymptomatik von bestimmten, die ich schon genannt habe, Strukturen in der Schulter, Supraspinatussehne, Schleimbeutel, manchmal auch die lange Bizepssehne. Und ja, was ihr nicht möchtet, ist damit allzu lange rumzulaufen. Macht diese Routine, die ich euch gerade gezeigt habe. Guckt, dass ihr vielleicht zum Arzt geht, wenn das Problem schon länger besteht und ihr euch nicht ganz sicher seid, was ihr da habt. Denn wenn ihr mit der
Impingement-Symptomatik lange rumläuft, kann es sein, dass die lange oder dass die Supraspinatus-Sehne, lange Bizeps-Sehne, der Schleimbeutel so entzündet werden, dass die durch die ganze Reibung, die da entsteht, weil die schwellen ja an, ihr habt weniger Platz, ich habe es eben erwähnt, kann es auch zu einer Ruptur, zu einem Riss in diesen Sehnen kommen. Und das wollt ihr nicht, weil das muss dann operiert werden. Ganz kurze Notiz am Rande: Was ist die Alternative zur konservativen, ja, zum konservativen Vorgehen beim Impingement-Syndrom? Das wäre ein operatives Vorgehen. Dabei würde man ja so eine Dekompressionsoperation ist es in der Regel machen. Da würde man im Prinzip mit dem Schleifer, so kann man sagen, unter dem Schulterdach entlang, ich hole noch mal ganz kurz das Modell, unter dem Schulterdach entlang hier so ein bisschen den Knochen abschleifen, um ja, Zacken, die sich da gebildet haben, so Knochenzacken abzuschleifen, abzutragen, um wieder mehr Platz zu formen da drinne. Ein, zwei andere Alternativen gibt es da auch noch operativ, aber die sind sehr, sehr selten und werden nicht so oft gemacht. Und das wollt ihr aber alles vermeiden. Und wie ihr das vermeidet, habe ich euch heute beigebracht mit diesen Übungen. Die Reihenfolge haltet ihr auch unbedingt ein. Und dann könnt ihr euch aufs nächste Video freuen, denn da zeige ich euch, wie ihr diese ganze Koordination von den verschiedenen Muskelgruppen in der Schulter, damit das Schulterblatt sich wieder ordentlich bewegt und genug Platz hat für den Oberarmkopf und die Strukturen, die darin laufen, nicht verpasst. Wie gesagt, das kommt demnächst raus. Aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr es nicht. Abonniert meinen Kanal, abonniert mich auch bei Instagram, denn da könnt ihr mir super eure Fragen stellen. Schreibt mir wieder hier in die Kommentare gerne rein, was ihr für Themen als nächstes bearbeitet haben möchtet. Und dann freue ich mich drauf, euch beim zweiten Video ja, den nächsten Schritt zu zeigen. Bis dahin, ciao, ciao.